Guten Tag, alle ihr da draußen. Ich habe heute sehr gute Laune, weil heute sind wieder sehr viele Freunde, kann man mittlerweile schon sagen, dabei. Ich habe heute Bock, Among Us zu zocken, weil mit den Leuten macht es Spaß. Grüße gehen alle an euch raus. Jetzt wartet doch mal, Jungs. Genau wie Marvin, chillt doch erstmal ganz kurz. Ich mach doch gerade was, ich rede doch gerade. Und das soll doch von Herzen kommen. Soll nur nicht einfach so... Nee, ich mach nicht hin, ich mach das langsam und gechillt. Auf jeden Fall, ich habe heute wieder Bock, Among Us zu spielen. Wenn ihr genauso Bock habt, würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Würde mich auf jeden Fall tierisch supporten und doch sehr... Ja, genau, macht euch mal runter. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich machen. Viele davon sind schon neues Mitglied geworden. Darauf ein herzliches Dankeschön. Es freut mich uns gemein. Jeder Einzelne, wo dazukommen tut, ist für mich sowas von... Wie soll man sagen? Es macht mich einfach happy. Tja, dann musst du halt leider rausgehen, wenn es dich nerven tut. Ich würde sagen, wir sagen jetzt auf jeden Fall... Genau, Marvin, dann verlass doch. Wir sagen denen jetzt auf jeden Fall, es geht jetzt los. Wenn ihr Bock auf mehr habt, lasst doch ein Like und ein Abo da. Ich hab's gerade schon gesagt, aber zweimal tut auch nicht schaden. Ist doch egal, eben. Es ist doch egal, es ist der perfekte Pass, Sheriff. Also wir schreiben denen jetzt, dass wir jetzt starten. So, jetzt starten wir. Keine Sorge, es geht jetzt los. Ich bin auf jeden Fall happy. Ich bin gut drauf. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock drauf. Ach, das ist so richtig nullgönnerhaft. Würde ich nicht machen. Wir starten jetzt. Let's go. Natürlich sind wir wieder Besatzung. Ich muss sagen, heute... Ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, ich werde ein bisschen krank. Das macht mich ein bisschen traurig. Aber naja... Was muss, das muss. Ich bin auf jeden Fall trotzdem happy, dass Marvin dabei ist. Sheriff ist mittlerweile wieder, so wie letztes Mal. Es sind gute Freunde geworden in Among Us, kann man schon sagen. Natürlich gehen wir wieder unsere Route, so wie immer. Wir tun unsere Route machen, dann gehen wir hier runter. Und dann gehen wir natürlich Elektrikraum. Jetzt, nachdem wir das Licht wieder angemacht haben, werden wir jetzt hier mal langlaufen und gucken. Mal gucken, was für Aufgaben wir eigentlich haben. Aber egal auf die Aufgabe, weil es ist wieder ein Termin. Hellgrün. Wer hat schon wieder verlassen? Hellgrün hat verlassen. Oh, wie geil. Ja, ganz genau, er ist geliebt. Ach, egal. Dann schreiben wir einfach Skip. Das ist so richtig dieses, man kann nicht verlieren, das gefällt mir nicht. Wenn man verloren hat, dann ist es nun mal so, steh dazu und fertig. Aber dann zu lieben, das ist so, ne, also echt nicht. Jetzt ist noch ein Verräter übrig, also Sheriff hatte recht. Natürlich, er ist ja auch der Sheriff, er muss recht haben. Nachdem er jetzt recht hatte, gehen wir jetzt ganz kurz mal hier runter und überlegen uns, was für eine Aufgabe wir machen. In Navigation müssen wir was machen, dann machen wir das doch einfach mal. Ja komm, moin und grüß euch beide. Das war sehr gutes Deutsch. Ich muss die Karte noch ziehen, okay. Oh, ich hasse das. Wer fühlt es auch? Beim ersten Mal. Grüße gehen an mich raus. Nur für diese Aktion. Alles klar, das haben wir jetzt erledigt. Ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit... Ich muss hier doch gar nicht rein. In letzter Zeit bin ich sehr auf Among Us. Marvin! Nicht Marvin! Marvin ist ein Ehrenmann, das geht nicht.
Das ist zu viel. Nicht mein Marvin. Ja, ganz genau, so habe ich auch gerade gedacht. Ich habe auch gedacht, Pink ist sus, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was... Ich bin überfragt gerade. Stimmt für sus. Was für sus? Pink? Stimmt für Pink. Safe. Pink ist irgendwie komisch. Pink, du hast Glück gehabt. Und ein Killer läuft frei rum. Wir müssen uns ganz kurz überlegen, was wir machen. Weil das Schwierige ist halt dabei, Sheriff verfolgt mich und Grüße gehen dabei auf jeden Fall und ich genauso raus. Jetzt laufe ich wieder hier rein, obwohl ich nichts zu machen habe. Nein, das Ding ist halt, er verfolgt mich und dann denke ich manchmal, weil ich einfach dumm bin, will er mich jetzt töten oder verfolgt er mich einfach nur? Und das kann ich nicht ganz koordinieren, weißt du? Und das ist dann immer schwierig zu sagen, oh, hier ist die Tür zu. Okay, aber nix. Ist nix. Jetzt muss ich kurz warten. Dann gehen wir so lange woanders hin. Und zwar gehen wir zu den Camps. Aber natürlich nicht lange. Habe ich aber auch gerade gedacht. Wir sind natürlich so ein Ehrenmann und sagen zu Sheriff, dass ich mitkomme, damit wir genau wissen, okay, der ist safe. Na, wenn sie schon so sagt, dann schwierig. Komm, wir skippen einfach. Wir gönnen ihr auch eine Chance. Die anderen sind aber eine andere Meinung. Wahrscheinlich hat sie einfach nur Pech gehabt und hat es immer halt gesehen. Sie hat es wahrscheinlich einfach immer nur gesehen. Ja, eben. Okay, Sheriff, komm mit. Wir gehen da runter und dann zeigst du es mir. Perfekt, aber warum hast du Diamanten rausgehauen? Und noch mehr. Bruder, wir werden rich jetzt. Nee, hier ist nichts. Diese Runde geht länger, als ich dachte. Wir gucken ganz kurz und überlegen. Ganze Truppe versammelt. Ja, moin. Geil. Oh, da ist wieder diese Süße. Ich weiß nicht, das... Diese Maximi, das ist einfach ein süßes Outfit. Tut mir leid. Was sagen die anderen jetzt? Danke, Sheriff. Ehre geht an dich raus. Mal gucken, ob ich nicht falsch liege. Sorry, Hackermann, aber du bist jetzt rausgehackt. Oh, der Witz war ja so geil. Scheiße, ich hab so reingeschissen.
Das können alle sagen, aber man weiß halt nicht, was wahr ist. Ach komm jetzt, mach doch mal. Alle haben für ihn gewotet, außer er. Und, haben wir recht? Haben wir recht? Ja. Ja, Hackermann, war ja klar. War auf jeden Fall eine geile Runde. Hat Spaß gemacht. Kann man nicht anders sagen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der nächsten Runde. So, Jungs und Mädels, da sind wir ja auch schon wieder. Jungs und Mädels in der ganzen Lobby, vertragt euch doch einfach. Die haben sich gerade ein bisschen gestritten, warum auch immer. Ich mag das gar nicht. Hört doch einfach auf, euch zu streiten, vor allem wegen Kleinigkeiten. Es bringt doch gar nichts. Auf jeden Fall, habt wieder gute Laune. Das Leben ist so trostlos und so böse manchmal. Deswegen freut euch über Kleinigkeiten. Es ist einfach so, man muss damit leben. Egal, ich reg mich auch gar nicht mehr auf. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal wieder meine Aufgaben machen, weil wir sind natürlich ein Besatzungsmitglied. Das heißt, wir machen unsere Aufgaben. Jetzt gehen wir erstmal da hoch, machen hier die... Wo war die? Oh, hier. Oh, ein bisschen blöd wieder. Machen hier die erste Aufgabe. Dann gehen wir hier runter. Und Marvin mit seinem Kitty natürlich wieder am Start. Gönnen uns hier die Karte. War ja klar. War ja klar. Gönn doch. Ehre. Jetzt haben wir da unten Müll. Ey, guck hier. Hier ist Müll. Hier. Guck, 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 guck. Siehst du? Ich bin safe. Safe. Ich bin safe. Sieben. Oh Mann, das ist schwer. Wie mache ich das? Ach so, okay. Ja, dumm von mir. Wirklich dumm. Es ist ein bisschen schwer, wirklich. Schwerer, als es aussieht. What the fuck? Jetzt müssen wir noch zum Kommunikationsraum oder auch doch nicht. Perfekt. Okay, was ist jetzt schon wieder los? Hulk. Ich komme gerne mit. Alles klar, das wird immer komplizierter. Auf seinen Sohn. Geil. Auf seinen Sohn hat das angesehen. Das ist eine gute Frage, Sheriff. Ich bin mir jetzt auch irgendwie unsicher. Egal, Hulk, du bist raus. Tut mir leid. Wahrscheinlich voten sie jetzt alle Marvin. Ah, nee, doch nicht. Ich war mir jetzt sicher, dass sie für Marvin voten. Naja, dann machen wir doch einfach mal unsere Aufgabe weiter. Ich muss nur noch eine Aufgabe machen, dann bin ich schon fertig. Ja, das glaubt ja niemand. Oh, alle versammeln sich. Ja. Justin. Was für Justin? Die Süße wurde umgebracht. Wir schreiben es auch gleich. Nicht meine Süße, das geht doch gar nicht.
Marvin ist heute wohl ein bisschen gereizt. Ich frage mich aber auch gerade, was hat Marvin gerade? Jetzt voten sie ihn raus, 100%. Ich verstehe es nicht, wirklich, tut mir leid. Ja, genau, oh nein, nicht die Süße. Jetzt hat Marvin verlassen. Ich verstehe es nicht, was heute mit Marvin ist. Ich mag dich trotzdem, auch wenn das heute ein bisschen nicht gut läuft. Wahrscheinlich heute ein schlechter Tag oder so, gibt's ja auch mal. Wir müssen jetzt doch was in Admin machen. Oh, das wird wahrscheinlich sogar ein Task-Win. Wenn wir Glück haben, wird es ein Task-Win. Weil, guck mal ganz oben, da fehlt nicht mehr viel. Kev mit LP, Grüße gehen an dich raus. Ehre. Ich bin jetzt gespannt, ob wir das einmal schaffen, den Task-Win. Das wäre doch mega geil. Ja kommt, macht doch eure Aufgaben. Ich laufe ja einfach die ganze Zeit in der Gegend rum und habe nichts anderes zu tun. An den Kameras gibt es leider gar nichts. Und es nervt mich jetzt langsam, weil die machen ihre Aufgaben nicht und wir haben einen schüchternen Imposter anscheinend. Einen sehr schüchternen. Weil der macht so wenig. Aus irgendeinem Grund. Hulk, du bist immer noch sus im Moment. Ich weiß ja nicht, wie du dich entwickelst. Wenn ihr euch fragt, warum ich die ganze Zeit hin und her laufe, ich halte nach Leichen Ausschau. Was ist jetzt schon wieder? Dommy. Er verteidigt ihn auch irgendwie. Sus. Er bleibt bei mir, Ehre. Ich vote einfach mal Dommy. Hackermann, du bist mir ein bisschen sus. Weil du tust ihn die ganze Zeit verteidigen, deswegen... Ich weiß nicht. Entweder gewinnt das Imposter, oder der macht einfach noch bitte sein Task fertig. Und Kev, du bleibst bei mir. Moin, Kamera. Wir müssen uns jetzt überlegen, was wir machen, weil jetzt kann ich gerade gar nichts mehr machen. Das ist es halt. Ihr müsst euch halt überlegen, das Ding ist halt... Oh. Ja, das Ding ist halt, da liegt einer. Perfekt. Wir werden immer weniger und wir haben noch zwei. Immer noch zwei.
Egal, komm, wir voten jetzt Hulk. Sorry, Hulk, du bist raus. Hulk, auch wenn du es vielleicht nicht bist, Grüße gehen an dich genauso raus. Tut mir leid. Tja, der wo Justin heißt. Wohin? Wohin komm? Wir schreiben einfach mal, okay. Ich weiß jetzt nicht, was er meint. Und Hulk hat natürlich verlassen. Marvin, du hattest recht. Marvin hatte einfach recht. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Ich folge dir, Sheriff. Halleluja. Halleluja. Ey, es hat mir Spaß gemacht schon wieder mit den ganzen coolen Leuten. Das war cool. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Grüße gehen raus an meine coole Truppe. Freut mich immer wieder, wenn ihr dabei seid. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht eine Challenge sehen wollt. Das hat Marvin heute mal vorgeschlagen. Das wäre eine coole Idee, wirklich. Irgendeine Challenge. Keine Ahnung. Irgendwas. Ihr könnt euch gerne was einfallen lassen. Schreibt es in die Kommentare und ich mache euch den Wunsch gerne wahr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön fürs Einschalten. So, Jungs und Mädels, willkommen zurück zu einer neuen Runde, weil die haben mich alle angemault, sie wollen noch eine Runde. Ach komm schon, sei nicht so, mach noch eine Runde. Ich habe das Video eigentlich schon beendet und ich wollte gerade was essen, by the way. Aber nur weil ihr es seid, natürlich nur weil ihr es seid, gönnen wir uns halt noch eine Runde drauf. Packe ich damit Video dazu, bitte ein kleines Video. Ist kein Ding. Genau jetzt. Aber auch kein Ding, wir gönnen uns noch eine Runde, nur weil ihr es seid. Dabei, willkommen auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich weiß, ich habe schon gemacht, aber naja. Damit ihr es wisst, die haben mich alle angemault. Also sie haben mich halt gefragt, sagen wir es so. Ich wollte gerade das Video beenden und dann hieß es halt, ach komm schon, bitte, 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 lass doch eine Runde machen. Und ich kann nicht nein sagen. Deswegen habe ich gesagt, na gut, komm, eine Runde geht halt noch. Ja gut. Dann voten wir ihn auch. Dann voten wir jetzt Tinkerbell. Hoffentlich sind wir nicht falsch. Und bitte, komm schon. Nur grün. Sass. Wahrscheinlich ist es noch grün, weil er war der Einzige, der halt nicht sie gewotet hat. Deswegen, ja, also, naja. Wir müssen auf jeden Fall jetzt gucken, was wir machen. Okay, es ging gerade nicht, keine Ahnung, was war. Wir müssen zur Navigation. Das heißt, dass wir jetzt gleich eine sehr geile Aufgabe machen dürfen. Ja. Das nächste Ding, was wir machen müssen, ist immer so,
fraglich, sage ich jetzt mal. Oh, perfekt. Wir machen jetzt gar nichts mehr. Geil. Kev mit der LP, falsche Seite. Geh doch da lang. Ja, ja, hier, komm hier. Nein, 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 nein. Na gut. Dann geh halt da lang. Pass auf. Och man, nicht Kev mit LP. Moin. Ach, Digga, bis der mal kommt. Oh, die Süße hat mich entdeckt. Mal gucken, was die schreiben. Das habe ich aber auch gedacht, ehrlich gesagt. Keine Antwort? Sheriff, du bist auf jeden Fall mein Mann. Du findest den. Ja, Praktikant ist safe. Nur der Coole halt eben nicht. Ja, habe ich. Ich hab dich gesehen. Ich war genau da und ich war immer bei dir. Boah, Mann, das nervt mich jetzt ein bisschen. Weil sind wir ein Geist. Und? Er wird jetzt gewotet. Der Coole hat nicht ein Wort gesagt, deswegen. Ihr müsst immer darauf achten. Kleiner Tipp. Wer ruhig ist, ist meistens der, wo halt auch Dreck am Speck hat. Das ist meistens so. Die sind immer ruhig. Ganz ruhig. Sheriff, ich verfolge dich. Wenn ich jetzt Schutz anhätte, würde ich dich Dings sogar beschützen. Muss ich das nächste Mal unbedingt machen. Nur ich mit meinem Kurzzeitgedächtnis halt. Ach. Zweimal? Wow, guck an die Diamanten. Und weg. Okay, wo ist mein Sheriff? Oh, wie traurig der ist. Oh, Mille. Wo ist mein Sheriff? Ich finde den nicht mehr. Sheriff. Digga, bin ich jetzt zu blöd, um ihn zu finden? Anscheinend ja. Ich finde ihn einfach nicht. Ich finde ihn einfach nicht. Oh, da bist du ja. Wohl gerade AFK. Und nicht mehr. Er hat es selber gemacht. Er ist es. Der ist der Mörder. Er ist es. Ja, genau. Dr. Devil, Ehre. Ja, genau. Es stimmt. Stimmt. Es stimmt. Es stimmt. Och, Digga, warum? Ja, das hoffe ich auch. Glaub mir, ich hoffe das auch. Dr. Devil hat gar keinen Bock mehr. Wahrscheinlich wird er jetzt sogar rausgevotet. So schlecht war der eigentlich gar nicht. Er hat das gut gemacht. Aber Ehre, natürlich der Einzige, wo ihn nicht votet. Der Praktikant votet sich einfach selber. Typisch Praktikant. Alles klar, wir haben natürlich wieder gewonnen, weil wir Ehrenmänner sind. Na gut, Jungs und Mädels, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war nochmal eine kleine Runde obendrauf, weil sie unbedingt wollten. Jetzt tue ich das Video auf jeden Fall beenden. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen.
Moin Jungs und Mädels, ich weiß, ich habe gesagt, das Video wird beendet, aber der Sheriff will noch ganz kurz was zu euch sagen. Jetzt gönnen wir ihm doch einfach kurz die Minute und sagen es ihm einfach, dass er was sagen darf. Gönnen wir ihm einfach ganz kurz. Und Sheriff, ich habe das nur für dich noch reingeschnitten, also Kuss mit Liebe auf die Nuss, wie gesagt. Ehre geht an euch auf jeden Fall.